Purzelcake. Heute zeige ich euch essbare Diamanten. Zwar habe ich meine essbaren Diamanten bisher immer bei der Firma Dekoback gekauft. Die habe ich bei uns im Rewe Center jetzt gekauft. Die großen Supermärkten werden das wohl bei sich in der Backabteilung haben. Müsst ihr mal schauen. Der Hauptbestandteil ist Süßungsmittel Isomalt, also Isomaltzucker. Isomaltzucker habe ich mir natürlich jetzt auch online besorgt, um euch zu zeigen, wie man diese essbaren Diamanten auch selber herstellen kann. Für das Diamantenmuster zu bekommen, habe ich hier aus Silikon eine Form mit lauter verschiedenen Diamantenformen. Und die hier verwende ich jetzt auch einfach mal dazu. Die fette ich jetzt einmal kurz ganz vorsichtig mit Palmin ein, also nicht zu viel, wirklich nur ganz wenig, damit das nicht zu sehr nachher an unseren Diamanten klebt. Einfach gerade mal mit dem Finger durch die Form gehen. Ein paar meiner Diamanten sollen auch glitzern. Da habe ich jetzt hier Lebensmittelglitzer von verschiedenen Firmen. Achso, könnt ihr gar nicht sehen. Also hier habe ich jetzt so Glitzerpulver. Das mache ich jetzt auch noch in die Form mit rein, damit meine Diamanten nachher schön rosa glitzern können. In die leicht eingefettete Form gebe ich jetzt hier bei dem Herz von dem silbernen Glitzerpuder was rein. Und in diese Form von dem rosa Glitzerpuder. Für die Diamanten nehmen wir nun Isomaltzucker. Das habe ich bei Patty Versand bestellt. Kann man aber sicherlich auch in einigen anderen Shops bei Amazon oder so bestellen. Davon geben wir jetzt einfach ein bisschen was in unseren Topf. Es kommt halt ganz drauf an, wie viel Diamanten ihr machen wollt, wie viel in eure Form reinpasst. Dementsprechend variiert halt die Menge. Ne? So, jetzt seht ihr hier, langsam fängt er schon an zu schmilzen. Dann machen wir den Herd schon aus, weil er soll uns ja nicht verbrennen. Sonst verändert er nämlich die Farbe und ist nicht mehr klar durchsichtig, sondern wird leicht gelb-bräunlich. Und das wollen wir ja vermeiden. Der Rest der Hitze reicht aus, um den Rest hier zu schmelzen. Schwenken. So sieht der flüssige Isomalt nun aus. Es sind keinerlei Blasen drin, da sollte man drauf aufpassen, damit gleich unsere Steine auch schön klar bleiben. Übrig geblieben ist, habe ich nun roten Lebensmittelpulver reingemacht. Da färbe ich mir jetzt den Isomalt rot oder rosa, dass er jetzt nachher so ein bisschen wie Rubinchen aussieht. Lebensmittelpulver habe ich jetzt bestellt bei Patty Versand. Sind sehr ergiebig, man braucht wirklich immer nur ganz geringe Mengen. Das ist ganz toll.
sollte halt darauf aufpassen, dass der Isomalt zum einen nicht anbrennt und zum zweiten nicht zu schnell fest wird. Also ganz geringe Hitze zuführen, bis die Farbe halt wie gewünscht ist. Da nehme ich jetzt meinen roten Isomalt. Könnt ihr dann ganz individuell färben, wie ihr das möchtet. Ups. Mal ein bisschen. Ja. Das sollte natürlich möglichst nicht passieren, dass ihr auf die anderen drauf kommt. Was noch ab. So, der Zucker ist nun fest geworden. Die lassen sich jetzt auch ganz einfach aus der Silikonform lösen. Ja, das sieht man schon. Ja, das hier mit dem Glitzer ist auch ganz toll geworden. Was denn? Mama! Ja, was ist denn? Das hier mit dem Silberpuder. Amelie! Was ist mit der Amelie? Amelie. Ja, dann musst du das mit der Amelie klären, Schatzi. Wenn es dünn ist, kann man das Überschüssige abbrechen. Und das sind unsere Diamanten. So, mit dem rot gefärbten Isomalt machen wir uns dann rote Diamanten oder eher Rubinchen. So, wenn die dann abgekühlt sind, lassen die sich ganz leicht aus der Form lösen. Ah, die rutschen schon raus. So. Na. Da der Zucker ja die Feuchtigkeit zieht und sie super schnell klebrig werden, fetten wir die jetzt ganz leicht mit dem Palmin ein. Damit verlieren sie leider etwas an Glanz, aber sie lösen sich nicht so schnell auf. Von dem weißen Isomalt, was übrig geblieben ist, da mache ich jetzt noch ein bisschen von dem Glitzer rein, dass wir schöne Glitzersteine kriegen. So, noch einmal kurz warm machen, dass es wieder flüssig wird. So. Machen wir hier noch Steine mit dem Glitzer drin. Das sind nun unsere essbaren Diamanten, die roten, rubinfarbenen, die weißen in der Mitte und hier außenrum die glitzernden. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dass sie glitzern, wegen dem Licht. Ich versuche es mal so zu halten.
Die glitzern ganz toll. Zum Vergleich hier nochmal, hoppala, hier nochmal die Diamanten von Decobug. Ich lege es mal gerade so hier in die Mitte rein. So. Da können meine Diamanten doch bestimmt locker mithalten. Das waren die essbaren Diamanten. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Ihr probiert es mal aus. Und schickt mir vielleicht sogar mal ein paar Bilder mit euren tollen Dekorationsideen, in denen ihr eure Diamanten verwendet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Ansonsten sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Purzelcake.